Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Wir sind ja mit der Reihe Körperreisen gerade mitten drunter und heute werden wir ein Organ besprechen, mit dem viele Leute auch mal Probleme haben, und zwar das Herz. Und wir werden heute einfach mal so mit energetischen Techniken, mit einer Meditation auch uns ums Herz kümmern, um den Blutdruck kümmern, ums Herz-Kreislauf-System generell mal kümmern und da mal schauen, dass aufgeräumt wird. Im Energetischen steht ja das Herz, da gibt es ja dieses Herzchakra und in ganz vielen Religionen auch ist ja das so ein ganz wichtiges Zentrum, weil das eigentlich so die Schwelle zur feinstofflichen Welt darstellt, auch im Chakrensystem. Man kann sich das so vorstellen, dass die unteren drei Chakren, Wurzel, Nabel und Solarplexus, sich auf die irdischen Dinge beziehen. Und dann, dass das Herz so eine Schwelle ist zum Feinstofflichen. Also das heißt einfach so zur göttlichen Energie, zur göttlichen Schwingung, zur göttlichen Liebe hin auch. Also da, wo wir mehr schon in diesen Schaffensprozess, in diesen Ursprungsprozess reinkommen. Natürlich ist auf der anderen Ebene das Herz auch ganz konkret ein Organ, das eine Funktion hat, das natürlich eines der wichtigsten Zentren unseres Körpers ist und das uns natürlich stark beeinflusst. Im Volksmund hören wir natürlich oft einmal das gebrochene Herz oder das verschenkte Herz, das verlorene Herz. Und wir haben ja so Begrifflichkeiten wie ich gebe dir mein Herz, ich schenke dir mein Herz. Also das verschenkte Herz ist ja da drinnen ganz, ganz oft mit so romantischen Beziehungen. Aber wie gesagt, im Energetischen geht es da weniger um die romantische Beziehung, sondern mehr um diese Beziehung mit dem Inneren, auch mit dieser Lebensenergie. Und viele Leute, die sich verausgaben in der Welt, das heißt, die sehr stressgeplagt sind, wo immer wieder was zu tun ist, die sehr herumhetzen, die tragen oft dann mit dem Herzen auch Probleme. Also ganz konkret mit dem physischen Herzen. Also Stress ist natürlich so ein Punkt und ganz egal, ob das jetzt ein Stress ist, emotional aus Beziehungen oder eben ein Stress aus der Arbeitswelt heraus, das schlägt natürlich aufs Herz und in unserer sehr schnelllebigen Zeit ist das natürlich noch viel sensibler und viel anfälliger geworden, weil wir ja gar nicht mehr gewohnt sind, irgendwie aus dem Stress, aus dem Tun herauszubrechen. Wir haben die Handys rund um uns herum, wir sind permanent mit irgendetwas beschallt, es ist immer irgendwie hell, es blinkt etwas, es ist immer irgendwo, braucht etwas unsere Aufmerksamkeit und das schlägt sich dann natürlich auch aufs Herz. Das, was auch noch spannend ist, jetzt rein vom Energetischen, vom Herzen her, hier oben so, also wenn ich energetisch arbeite, sehe ich die Selbstheilungskräfte, das heißt, wie kann der Körper selber ausheilen, die sehe ich auch so in der Höhe des Herzens, also so auf der energetischen Ebene. Das heißt, wir werden heute auch die Selbstheilungskräfte mit in die Meditation mit einbeziehen, wenn wir jetzt eben mit diesem körperlichen Herzen auch arbeiten und da dann auch mal schauen, wie wir das alles aktivieren können. Wichtig ist noch, bei dieser Übung, bei dieser Meditation, grundsätzlich lass dich einfach fallen, entspann dich, genieß die Reise, genieß diese energetische Führung jetzt mit. Sollte etwas während der Meditation unangenehm werden, dann atme einfach einmal tief ein und wieder aus. Mach dir bewusst, das ist alles nur Energie, nur Feinstoffliches, auch wenn du einen Druck spürst oder einen Stress spürst, vielleicht auch eine Angst einmal hochkommen spürst während dieser Meditation, mach dir bewusst, das ist unter Anführungszeichen nur Energie und du kannst da auch jederzeit aussteigen. Das heißt, atme einfach 2-3 Mal tief ein und aus und stell dir dann vor, dass du aus der Meditation aussteigst. Ich habe schon erlebt, dass viele Klienten, gerade wenn man so auf dieser Ebene arbeitet, auch nur energetisch, dass die da oft einmal was Intensives spüren oder intensiver fühlen. Also da bitte kein Stress, keine Angst, es kann da jetzt nichts schief gehen. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude und viel entspannende und heilsame Momente mit der heutigen Körperreise, wo es ums Herz, um den Blutkreislauf geht,
um den Blutdruck geht, wo man einfach all das behandeln kann, was wirklich so Unangenehmes auf dieser Ebene gespeichert ist. Gut, dann legen wir gleich mal los. Wenn wir jetzt mit dieser Meditation beginnen, setze oder leg dich mal entspannt hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und tief wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr. Während der heutigen Reise, der heutigen Körperreise, wo es um dein Herz, um dein Lebens- und Liebeszentrum auch geht, bekommst du ganz viel Unterstützung aus der geistigen Welt. Und diese Unterstützung aus der geistigen Welt manifestiert sich in herrliche Farben rund um dich herum. Hinter dir steht strahlend goldenes Licht. An deiner linken Seite ein tiefes, wundervolles Smaragdgrün. Vor dir manifestiert sich ein herrliches, zartes Türkis und zu deiner rechten Seite ein wundervolles, zartes Rosarot. Du bist also von einem Farbkreis umschlossen, so kannst du dir das vorstellen. Hinter dir Gold, zu deiner linken Smaragdgrün, vor dir Türkis. Zu deiner rechten rosarot. Und das ist der Kreis der energetischen Herzensheilung. Aber damit dieses Herz auch heilen kann, musst du zuerst einmal ganz aus deinem Alltag aussteigen. Das bedeutet, dass jetzt alle Gedanken und Gefühle, alles, was dich jetzt mit der äußeren Welt verbindet, gelöst wird und gereinigt wird. Ein strahlendes weißes Licht fließt von deinem Scheitel, über deinen Kopf, Hals, Schultern. Durch deinen Körper, vor allem eben auch in der Brustgegend, Magengegend, Bauchgegend, deiner Hüfte, hinunter in deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, bis zu deinen Fußsohlen und reinigt dich mal aus. Und du kannst dir das vorstellen, das ist jetzt fast wie so eine Desinfektion, Reinigung vor einer Operation. Du brauchst dich da jetzt nicht zu fürchten, das ist jetzt einfach nur ein neutraler, ganz sauberer, keimfreier Raum. Und du lässt alle Alltagsgedanken und Alltagssorgen hinter dir zurück. Und fühlst dich gut aufgehoben, in dieses weiße Licht gebettet. Und rund um dich verbinden sich diese prächtigen Farben, das goldene Licht, das smaragdgrüne Licht, das türkise Licht und das sanft rosarote Licht. Zu einem wundervollen Heilkreis.
als du geschaffen wurdest, als der Urmensch in dir geschaffen wurde, als der Urmensch in dir entstanden ist, legte die geistige Welt, die göttliche Ebene, ein Organ an, das dich ganz mit ihm verbindet. Kein Organ in deinem Körper ist dem Göttlichen näher als dein Herzzentrum, als dein physisches Herz. Kein Organ ist deshalb auch sensitiver als das physische Herz. Denn eigentlich sollte dieses Herz genau in der Mitte zwischen dem Göttlichen und dem Physischen liegen. Dein Herz ist also ein vermittelndes Organ der göttlichen Lebensenergie, der göttlichen Liebe, die dich hier erhält und natürlich zwischen deinem physischen Körper. Mach dir einfach mal bewusst, dass dein Herz, dein physisches Herz, dieser Herzmuskel, ein Abbild, ein Mittler zwischen der göttlichen, unendlichen Ebene, der Lebensenergie und der Liebe und deinem physischen Leben ist. Nun ist es an der Zeit, dass genau diese physische, manifestierte Ebene deines Herzens in die Heilung geht. Was bedeutet denn Herzensheilung? Es bedeutet, dass der Staub der Welt, alle Sorgen, alle Gifte, die du in deinem Körper aufgenommen hast, jetzt gereinigt werden, transformiert werden und sich von deinem Herzen lösen. Alle Gifte, alles Unangenehme, alles, was das Herz beeinträchtigt, wird jetzt von dem Herzensmuskel gereinigt und gelöst. Atme tief ein und wieder aus und spüre, wie eine Reinigung in deinem Herzen stattfindet. Alle Glaubensmuster, alle Stressmuster, die auf dem Herzmuskel gespeichert sind, werden jetzt transformiert und gelöst. Du musst dich dazu gar nicht mit deinem Herzen besonders gut auskennen. Du kannst einfach die heilsame Energie fließen lassen. Wenn du selber etwas zu deiner Herzensheilung beitragen willst, dann stell dir vor deinem geistigen Auge einfach mal ein Lebkuchenherz vor, das du so verzierst, wie es dir gefällt. Das heißt, auf dieses Lebkuchenherz kommen alle Farben und Frequenzen rein, die dein physisches Herz jetzt benötigt. Also das wäre so ein Bild, das Lebkuchenherz verzieren, wo du auch mit deinem Herzen arbeiten kannst. Aber auch wenn du nicht so gut visualisieren kannst, fließen jetzt, während du diese Meditation hörst, Heilfrequenzen in dein Herz ein. Es wird weicher, es wird flexibler, es wird offener. Ganz einfach, weil sich alte Enttäuschungen, alte Belastungen
und vielleicht auch Belastungen durch eine unachtsame Lebensführung oder eine nicht so ideale Lebensführung. Das wird da jetzt gereinigt und geheilt. Atme mal ganz tief ein und wieder aus. Und es wird jetzt aus deinem Herzmuskel die Lebensmüdigkeit abgesaugt. Lebensmüdigkeit heißt einfach müde vom Leben sein. Und das wird jetzt einfach abgesaugt. Und du spürst, wie dein Herz freier wird und klarer. Und mit dieser Müdigkeit, die jetzt dein System verlässt, kehrt auch eine ganz neue Frische in dein System ein. Du spürst, dass du klarer und ruhiger wirst. Und du erlaubst dir, dass jetzt diese Herzensheilung sich zu 100% in deinem Leben manifestiert. Während dein physisches Herz jetzt Heilung findet, lösen sich auch emotionale Themen bei deinem Herzchakra. Alte Enttäuschungen, alte Verletzungen werden jetzt aus deinem System gereinigt. Die Enttäuschung, vielleicht nicht so geliebt worden zu sein, wie du es dir gewünscht hättest, von deinen Eltern, von einem Partner, von einer Partnerin. Die Enttäuschung, vielleicht nicht so geachtet worden zu sein, wie du es dir gewünscht hättest. All das löst sich jetzt aus deinem Herzchakra. Und du spürst, dass du immer mehr Kraft und Klarheit bekommst. Auch dein Rücken wird jetzt weicher, deine Schulterpartie, deine Nackenpartie. Also auch Verspannungen auf dieser Herzenshöhe reinigen sich da aus. Du spürst in dir, dass das Leben nicht dazu gedacht ist, dass du enttäuscht oder traurig bist. Du spürst instinktiv, dass das Leben ein Geschenk ist. Denn dein vermittelndes Organ, dein Herz, macht jetzt wieder mehr auf und du erkennst mehr und mehr in deinem Inneren die göttliche Liebe, die göttliche Gnade, die göttliche Hingabe. Du atmest jetzt tief ein. Und wieder aus. Und spürst jetzt auch, wie sich ganz viel Stress und Druck aus deinem Körpersystem löst.
über diese Heilung des Herzens reinigt sich jetzt auch noch einmal dein Blut mit. Das heißt, es stabilisiert sich alles. Dein Blut wird emotional gereinigt. Und auch dein Blutdruck harmonisiert und heilt sich jetzt auf energetischer Ebene. Spüre, wie diese sanfte Heilungsenergie durch deinen gesamten Körper fließt, wie in deinem Herzzentrum von deinem physischen Herzen ausgehend, wie das ist ein ganz helles, wie dein Herz in ein helles, weißes Licht getaucht ist, das sich mehr und mehr ausbreitet. Und dich mehr und mehr in die Heilung bringt. Atme jetzt tief ein. Und wieder aus. Und spüre, wie dein Herz jetzt in deinem Innersten erwacht. Und was bedeutet das Erwachen des Herzens? Das bedeutet, du erkennst in deinem Inneren die Gnade und Liebe der göttlichen Welt. Und du spürst, wie du dich mehr und mehr ausdehnst. Du spürst immer mehr die Unendlichkeit in dir. Du spürst deine unendliche Liebe. Und in dir erwacht jetzt eine tiefe Dankbarkeit. Du spürst, wie sich der Staub und die Schatten der manifestierten materiellen Welt von dir lösen. Und wie dein Inneres unverletzbar und ewig in dir ist. Du spürst, dass dein physisches Herz eine Verbindung zu deiner inneren Seele darstellt, deinem inneren unsterblichen Licht. Und du spürst, dass du diese Verbindung schätzt und würdigst. Und du bittest dich darum, dass du dir erlaubst, dieses Seelenlicht noch viel, viel mehr hier auf der Erde manifestieren zu können. All das erleben zu können, was du in der geistigen Ebene sonst nicht machen könntest. Du spürst, dass dein Körper eigentlich der Schatten der Seele ist. Aber du spürst auch, dass dieser Körper, dieser Schatten ein unendliches Geschenk ist. Du spürst, dass du unendlich bist in deinem Inneren. Und du spürst aber gleichzeitig auch die Endlichkeit deines Äußeren. Und du spürst, dass du jetzt deinem physischen Herzen sagst, fürchte dich nicht. Sei ohne Furcht. Du träumst nur einen Traum. Und ich bin bei dir und zeige dir den Weg in die ewige Liebe, in das ewige Licht, in das ewige Leben. Ich bin Zeuge der ewigen Liebe der geistigen, göttlichen Ebene.
Und du atmest jetzt einmal tief ein und wieder aus. Und du spürst einen tiefen Frieden. Du spürst jetzt, dass dein physisches Herz genau in seiner Zeit, in seinem Raum diese Heilung annimmt, die jetzt durch dich fließt. Atme einmal tief ein nochmal und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, dass du dieses Herzenslicht in deinem Leben willkommen heißt. Und sag mal deinem Herzen, deinem physischen Herzen mal Danke, dass es zu jeder Sekunde für dich schlägt und für dich da ist. Dass es mit jedem Schlag ein Zeugnis ist deines göttlichen Lichts hier auf Erden, deiner göttlichen Manifestation. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie deine Selbstheilungskräfte in dir erwachen. Jegliche Müdigkeit fällt von dir ab. Und deine Selbstheilungskräfte erwachen in dir. Und du kannst dieses heilende Licht überall in deinen Körper schicken, wo du es brauchst. Und auch in deine seelische Ebene, in deine Verstandesebene, in deine emotionale Ebene, in deine unbewusste Ebene, zum inneren Kind hin. Es ist das Zentrum der ultimativen Heilung, der göttlichen geistigen Heilung auf allen Ebenen. Spüre jetzt nochmal, wie sich dein Heilungszentrum aktiviert hat, wie dein Herz leicht und frei ist, wie sich auch dein physisches Herz leicht und frei anfühlt. Vielleicht bist du überwältigt von der ganzen Schönheit. Aber lass es jetzt einfach mal durch dich hindurchlaufen. Und du bekommst jetzt genau die Zeit und den Raum, die du benötigst, damit sich diese Herzensheilung in deinem Leben zu 100% manifestiert. Das heißt, es fließt jetzt von deinem Kopf, deinem Herzen, durchs Wurzelchakra. Reines göttliches Licht, reines Heilungslicht, das sich jetzt immer mehr und mehr in deinem Leben entfalten kann. Jegliches Risiko für Bluthochdruck, für Herzenserkrankungen, Entzündungen, Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, wird jetzt in diesem Augenblick von dir geheilt und von dir genommen.
Du spürst, dass du dich zu 100% auf dein Herz verlassen kannst. Und du spürst, dass du dich in Zukunft immer mehr von deinem Herzen in deinem Leben führen lassen kannst. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und beginn jetzt mal ganz sanft so deinen Körper zu bewegen, dich ein bisschen durchzustrecken. Und immer mehr und mehr in deine Kraft, in deine Stabilität zu kommen. Und erlaube dir jetzt, diese Heilung nochmal zu 100% wahrzunehmen. Bedanke dich bei deinem Herzen, diesem Mittlerorgan zwischen der physischen und der energetischen Ebene der feinstofflichen Welt. Und spür nochmal den Trost, spür nochmal die Versicherung, alles ist gut. Atme tief ein und wieder aus. Beweg deinen Körper, streck dich durch. Bedanke dich jetzt auch bei der geistigen Welt für die Hilfe. Du erinnerst dich noch an die Heilungsfarben, das weiße Licht, das von oben dich gereinigt hat, das goldene Licht in deinem Rücken, das smaragdgrüne Licht zu deiner Linken, das türkise Licht vor dir und das rosarote Licht zu deiner Rechten. Du kannst diesen heilenden, heiligen Ort jederzeit wieder aufsuchen. Du kannst diese Meditation immer wiederholen und dich wieder daran erinnern, dich wieder anbinden zu lassen an das geistig-göttliche. Und du spürst jetzt, dass du in dir ganz klar heil und gereinigt bist. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch, beweg deine Arme und Beine. Und wenn du das Gefühl hast, dich wieder gut zu spüren, dann komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Bedank dich nochmal, fühl etwas nach. Und komm dann ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Sehr schön. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, dass alle Begriffe, die ich während dieser Reise verwendet habe, natürlich nicht medizinisch gemeint sind. Das sind energetische Begriffe. Wir arbeiten mit dem energetischen Herzen. Und solltest du physische Probleme haben, ersetzt diese Meditation natürlich keinen Arztbesuch. Und das liegt in deinem eigenen Ermessen. Also diese Meditation soll einfach jetzt dir helfen, so dein Energiefeld anzukurbeln und die energetische Ebene und die physische Ebene zu harmonisieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich, dein Oliver Erni. Und denk dran, Erni bringt Energie. Alles Gute.